Meine Damen und Herren, aber jetzt ist erstmal Zeit, den Ehrenpreis zu verleihen. Der Ehrenpreis Reif und Bekloppt. Und es gibt einen Laudator, der diesen Ehrenpreis gleich jetzt verleihen wird. Und dieser Laudator ist Bastian Pastewka, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank. Sie freuen sich zu Recht. Sie sind gut gelaunt, das spüre ich. Und zwar können Sie sich jetzt auf einen ganz besonderen Mann freuen, der heute verdientermaßen endlich mit dem Prix Pantheon ausgezeichnet werden wird. Die Stifter haben rund 30 Jahre auf diesen Höhepunkt gewartet und jetzt ehren Sie einen Mann, der sein ganzes Leben ohne Not der Satire hingegeben hat, der sich selbst als das Furunkel am Arsch der Fernsehunterhaltung bezeichnet und dessen Fernseher, das weiß ich aus erster Ansicht, größer ist als sein Kühlschrank. Er ist ein Meister seines Fachs. Ich werde gleich etwas sagen, aber ich glaube, er hat sich jetzt schon mal Ihren unbändigen Applaus verdient. Und da kommt er schon. Es ist natürlich Oliver Kalkofe, meine Damen und Herren. Der bekommt heute den Ehrenpreis. Genau. Ja. Genau. Vor rund 30 Jahren begab sich unser Ehrenpreisträger in die Welt der Unterhaltung. Er verließ seine Heimatstadt Peine, von der er sagt, sie sei, Zitat, die einzige Stadt Deutschlands, in der man den Cappuccino noch mit Sprühsahne serviert bekommt. Und er hat sofort in die nächste Hölle geblickt. Er begann seine Karriere beim deutschen Privatradio, was damals noch kein Tummelplatz für die besten Hits der 70er, 80er, 90er und unlautere Gewinnspiele von heute war, sondern der Startschuss für Olivers beliebteste Figuren. Er spielte den Märchenonkel Hotte, den Ferkelwemser Gürgen, unvergessen. Und er wurde Gastgeber seiner eigenen Rubrik Kalkofes Mattscheibe. Die kennen Sie, da kommentierte und persiflierte er das TV-Programm und 1994 schaffte es die Mattscheibe vom Radio ins Fernsehen. Oder sowas Ähnliches zumindest, denn die Sendung lief zunächst im Pay-TV-Kanal Premiere. Da kam sie in so grauer Schrabbelverschlüsselung, nur Kalkofes Mattscheibe war für jedermann sichtbar und das wurde zum Problem für Leute wie Karl Moik, Marianne und Michael, Gunther Emmerlich und den Rundlichen von Klaus und Klaus. Oder auch für Heiner Bremer, das wissen Sie vielleicht noch, Heiner Bremer war mal der Moderator des RTL-Nachtjournals, der versteckte sich am Ende der Sendung immer kurz hinter so einer Säule, während noch die Schlussmusik lief und guckte so um die Ecke. Ja, muss man dabei gewesen sein, vollkommen richtig. Aber Kalkofe spielte sie alle perfekt nach. Es war die Hochzeit des Privatfernsehens, die Zeit der 100.000-Mark-Show, von Peter Steiners Musikantenparade, den RTL-Schlagerdiamanten, von Schreinemakers Live, Rudis Urlaubsshow, Vera am Mittag und natürlich Piep. Ja, da spüre ich, wie es bei Ihnen brodelt. Was war nochmal Rudis Urlaubsshow? Gut. Besonderen Ärger bekam Olli Kalkofe übrigens immer, wenn er die Flippers parodierte. Denn die Fans dieser seltsamen Combo verstanden keinen Spaß. Ich selbst war übrigens mal auf einem Flippers-Konzert, kein Scherz, 14.000 Menschen waren da, 14.000. Und alle kannten die Flippers, liebten die Flippers und sahen aus wie Oliver Kalkofe. Aber ein Sender hatte es Olli in den 90ern besonders angetan und der ist heute auch noch für jederzeit für einen Lacher zu haben, nämlich der MDR. Ja, Sendungen wie Lass das mal die Oma machen oder Wo ist Lippi? Kochen für Singles. Kennen Sie das noch? Kochen für Singles. Das war super. Das lief im MDR und das war eine Kochsendung für Singles. Wer hätte es gedacht? Und dort wurde über eine halbe Stunde lang erklärt, wie ein Toast Hawaii zubereitet wird. Ne? Erst unten eine Scheibe Butter drauf, Achtung, die Käsescheibe aus der Folie rausnehmen, sonst schmeckt's zäh. Herrlich. Unvergessen. Oder natürlich die berühmte Kuppelshow Je t'aime, wer mit wem. Wissen Sie noch, was das war? Da wurden, ja, Männer mit Shampoo-Allergie,
die so Namen hatten wie Hajo Donovan Benvenuto. An Frauen wie zum Beispiel, die hießen dann meistens sowas wie Mafalda Erdmute. Die wurden so zusammen zugeführt und es war ein sehr schöner Abend. Ich habe damals erst durch Kalkofes Mattscheibe kapiert, dass sich der Titel der Sendung überhaupt reimen sollte. Ne? Je t'aime, wer mit wem? Ja. Das ist sächsisch. Doch schon 1995 war klar, the MDR strikes back. Denn vergessen wir nicht Achims Hitparade, die Spreewald-Gurken-Schlagershow mit dem unvergessenen Achim Menzel, der sich in seiner Sendung wiederum mit dem Spruch Kalki ist doof revanchierte. Und da wusste Olli Kalkofe, dass er nicht nur endlich einen Zuschauer, sondern mit Achim Menzel auch einen Freund fürs Leben gefunden hatte. Anfang der 2000er schrieb Oliver Kalkofe mit seinem Zwillingsbruder Oliver Welke, dass... Ja, ist bekannt. Das Drehbuch zu einer Edgar-Wallace-Parodie fürs Kino aus Titeln wie Der Zinker und der Hexer wurde Der Wichser. Zwei Filme entstanden und er hat mich gefragt, ob ich mitspielen möchte. Und so wurde ich Inspektor Very Long. Olli war Chief Inspector Even Longer. Sein Halbbruder hieß Much Longer, ihre gemeinsame Mutter hieß Annie Longer und sein bester Freund hieß Rather Short. Die Verdächtigen hatten so schöne Namen wie Earl of Cockwood, Lord und Lady Dickham und natürlich Miss Drycunt. Und, ja, der braucht ein bisschen. Und vergessen Sie nicht, die Wildecker Herzbuben, sie spielten sich selbst als die Bande des Schreckens. Aber so ist es. Olli Kalkofe hat ein sehr großes Herz für Filmtitel wie diese. Seit 2013 präsentiert er bei seinem neuen Heimatsender Tele5 die schlechtesten Filme aller Zeiten, kurz Schläferz. Also scheußliche Werke um Killerhaie, Monsterpiranhas, Riesenspinnen, Megapythons und Dämonen aus dem All. Zusammen mit Peter Rütten feiert er filmische Vollflops wie Stripper vs. Werewolves, die schwarzen Zombies von Sugar Hill, die Rache der Killerfische, aber auch heimische Unmöglichkeiten wie Musik, Musik, da wackelt die Penne, Wenn die tollen Tanten kommen, Hausfrauenreport 3, Dirndljagd am Kilimanjaro, Bumsfallera in Kitzelhausen, Pudelnackt in Oberbayern, Lass Juckenkumpel oder Sunshine Reggae auf Ibiza. Und einen dieser Titel habe ich mir ausgedacht. Aber nun ist 2021 und inzwischen, glaube ich, wünscht sich Olli manchmal die Unschuld der frühen Mattscheibenjahre wieder zurück. Also die Zeit des Glücksrads, von Kinderquatsch mit Michael oder dem großen deutschen prominenten Buchstabiertest in Sat.1, wo Axel Schulz, unvergessen, damals das Wort Borkenkäferbekämpfung buchstabieren sollte und mit Q begann. Denn das alles ist doch vergleichsweise harmlos im Vergleich zu den Corona-Schwurblern und den Lippenstift-Influencer-Vanessas, an denen Olli sich heute abarbeiten muss. Und im Vergleich zum Reality-Fernsehen. Bei RTL 2 läuft immer noch eine Sendung, die die einzige ist, die Olli Kalkofe sofort hochkantig absetzen würde. Sie heißt Naked Attraction. Er hat recht, ich habe alle Folgen gesehen. Dort sollen Kandidaten, das ist kein Scherz, ausschließlich die primären Geschlechtsteile von nackten Menschen beurteilen oder, wie Olli es sagt, eine Dating-Show mit Probanden, die wie in der Fleischauslage beim Metzger im Glaskästen stehen und nach Pimmel, Mumu, Arsch und Brüsten nacheinander abgewählt werden, denn den unwichtigen Kopf bekommt man gar nicht erst zu sehen. Einer der Kandidaten hatte sich sogar exklusiv für Naked Attraction vor laufender Kamera den Penis verlängern lassen, auch das kein Scherz, oder wie Kalkofe es nennt, ein intelligenzimmuner Intimrasur-Irokese lässt sich seinen stummeligen Penetrationspickel aufpumpen und entblödigt sich nicht, die gestreckte Mini-Salami auch gleich bei der nächstbesten Nudisten-Vollversammlung vögelwilliger Vollversager im Fernsehen blank zu ziehen. So nennt er es. Und allein dafür sollte er sämtliche Preise bekommen. Meine Damen und Herren, der Ehrenpreis des Prix Pantheon 2021 in der Kategorie Reif und Bekloppt geht vollkommen zurecht an meinen Freund Oliver Kalkofe, meine Damen und Herren.
Entschuldigen Sie, ich darf. Ich danke dir. Keine Angst, wir sind alle getestet, geimpft. Ich bin so oft geimpft, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich habe inzwischen im Impfpass die private Handynummer von Bill Gates. Mein iMac läuft auf Windows. Es ist alles in Ordnung. Aber eine solche Laudatio zu bekommen, wie ich jetzt gerade, ich hätte stundenlang zuhören können. Ich wusste das gar nicht, was ich alles Tolles gemacht habe, aber das so wunderbar vorgetragen zu bekommen von einem so großartigen Menschen wie Bastian, den ich einige Zeit nicht gesehen habe, ich hatte deine Nummer verloren. Ich danke dir, dass du heute für mich da bist und hier so eine tolle Laudatio gehalten hast. Ich liebe dich, danke dir. Wirklich, einen Riesenapplaus. Und dass ich heute wirklich einen der schönsten Preise auch Deutschlands überhaupt bekommen kann, der nach mir geformt wurde, wie man sieht, war ich aber noch jünger. Das ist mir eine ganz, ganz große Ehre und auch wirklich reif und bekloppt. Ich finde, es gibt keinen ehrlicheren und schöneren Preis als diesen. Und dass man mich hier nach all den wahnsinnig tollen, blutjungen, großartigen Künstlerinnen und Künstlern noch auf die Bühne lässt. Ja, also so als nicht nur alten weißen Mann, sondern als alten dicken weißen Mann. Das ehrt mich und da bin ich wirklich, wirklich gerührt regelrecht. Und Bastian, du bleibst aber bitte bei mir, während ich noch meine Dankesworte sage. Komm ein bisschen näher auch, weil wenn ich jetzt irgendwie Scheiße rede und es wird langweilig, kannst du wenigstens, machst du die Grille für mich, ja? Natürlich, das mache ich. Falls es langweilig wird? Ja, okay, fang mal an. Mal so. Okay. So, ja. Das hilft. Bei jedem. Kannst du auch noch den unanierenden Otter? Ja, den kann ich noch. Ja, mach du mal. Da, kann auch. Damit ist eigentlich egal, was man selber redet, solange man ihn dabei hat, geht alles. Er sieht auch so gut aus. Nehmen Sie ihn als optische Ablenkung. Gucken Sie auf ihn, hören Sie auf mich. Das ist immer das Beste. Das ist wunderbar. Das ist großartig. Dankeschön. Nein, und es ist so wunderbar. Man fühlt sich so sicher mit ihm dabei. Das ist einfach herrlich. Nein, ich bin so froh, dass wir hier sind. Wir haben ja gerade auch eben gehört, es ist ja die Zeit von Retro und Retro-Fernsehen. Du hast eben ja gerade mal 30 Jahre Fernsehen-Revue passieren lassen. Und das waren so 30 Jahre lockere Vorarbeit für diesen Preis heute. Aber was ich wirklich alles gesehen habe, ist unglaublich. Und im Moment haben wir ja so dieses Gefühl, es kommt alles zurück. Ja, TV Total kommt wieder. Der Zonk kommt wieder. Ja, wir kriegen wahrscheinlich sogar einen Sozi als Kanzler. Also mehr Nostalgie geht nicht. Ja, das ist einfach perfekt. Aber ich sag's Ihnen, das ist auch ganz normal, weil Retro, das gehört zu unserem Leben. Wiederholung, das ganze Leben ist eine Wiederholung, oder? Das ist doch so. Also ich meine, jeder Tag ist immer wieder das Gleiche, nicht? Fängt morgens ist es hell, abends ist es dunkel, dann fängt es wieder von vorne an. Es ist fressen, saufen, bumsen, schlafen, aufstehen wieder. Immer das Gleiche. Egal wie der Tag vorher war, wir haben uns daran gewöhnt. Und das ist eben auch so ein Gefühl der Sicherheit. Die Vergangenheit, die haben wir überstanden. Das ist cool, ja? Die haben wir überlebt einmal. Dann kann sie ja nicht so schlimm sein. Und wir wissen, so im Nachhinein ist es ja auch nicht das früher war nicht alles schlecht, auch wenn nur weniges gut war. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man sich da dann wieder sieht. Und jetzt letztens, ich hatte einen ganz irren Traum, hast du ihn auch gehabt irgendwie? Ich hab geguckt und Thomas Gottschalk saß auf dem Sofa und ich habe geträumt, es wäre wieder Wetten, dass... Das war toll. Ja, das habe ich auch geträumt. Ich habe geträumt, es ist 3,5 Stunden lang. Ja, das war einer meiner längsten Albträume, die ich hatte. Und das habe ich gesehen. Nein, und es war wunderbar. Und er hat den irgendeinen Oberbürgermeister von Tonsfuhr begrüßt. Und dann seine blonde italienische Betreuerin saß daneben, die immer lacht und die Wetten erklären muss und so, ja. Und dann hatten sie noch auch so Superstars, da hatten sie irgendwie so zwei ABBA-Rentner-Avatare aus dem Seniorenstift live gestreamt. Das war irre, das war alles digital, glaube ich. Ja. Und dann war noch so eine Musik. Und Helene Fischer kannte alle ihre Texte. Ja, das und hast du Helene, auch Fischer, gemacht, ne? Helene Fischer hat sich beworben als vierte, dritte B quasi so. Und das war, also es war unglaublich. Und irgendwie eine Musical-Nummer mit einem tanzenden Floccati-Hirsch war dabei und eine Baggerwette. Und das Geilste war, als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht geschlafen hatte. Und das ist aber einfach ein schönes Gefühl, ja? Also damit fühlen wir uns wohl und das gehört sich einfach so. Denn ich sage es auch mal so, nur wer, glaube ich, mit wirklich beiden Beinen fest in der Vergangenheit steht und mit dem Hintern in der Gegenwart sitzt, der kann den Kopf für die Zukunft öffnen. Das ist ganz wichtig, ja? Glauben Sie mir das. Und deswegen
sage ich an dieser Stelle auch wirklich noch einmal vielen, vielen Dank, dass Sie an mich gedacht haben, nach nur knappen 30 Jahren, dass ich hier so einen wunderschönen Preis bekomme und dass du ihn mir gegeben hast. Tausend Dank an die Jury, an die Academy. Jetzt habe ich den Reis- und Bekloppt-Preis. Ich sag mal jetzt noch den Fett- und Faltig-Bambi, dann habe ich alles erreicht im Leben. Vielen, vielen Dank und vielen Dank, Bastian. Dankeschön. Ich möchte euch gehen. Danke. Oliver Kalkofe mit seinem Laudator Bastian Pastewka.